In den nächsten gut 15 Minuten haben wir wieder die Tipps und Trends aus dem Allgäu und der Bodenseeregion für Sie. Dazu hallo und herzlich willkommen. 1972, also vor 50 Jahren, hat US-Präsident Nixon China besucht und in München fanden die Olympischen Sommerspiele statt. Ja, und der ZAK wurde gegründet. Zugegeben, letzteres hat weltpolitisch natürlich deutlich weniger Schlagzeilen gemacht. Auf den Alltag vieler Allgäuer hatte es dennoch Auswirkungen, bis heute. Denn die Gründung des Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten hat den Umgang mit Müll, Wertstoffen und Energie im Verbandsgebiet nachhaltig verändert. Über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des ZAK hat sich mein Kollege Steffen Konrad genauer informiert. Das ist der ZAK, der Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten heute. Es ist ein modernes Abfall-, Recycling- und Energieunternehmen im Allgäu. Dieses Jahr feiert es seinen 50. Geburtstag. Seither hat es sich Schritt für Schritt vom reinen Abfallverwerter zu dem entwickelt, was es heute ist. Wir haben natürlich in den letzten Jahren aufsetzend auf der Infrastruktur, die in den letzten 30 Jahren vorhanden war, mit allen Verwertungsanlagen, eben das Thema Wiederverwendung vor allem versucht groß aufzugreifen, haben da auch an einem EU-Projekt teilgenommen und haben jetzt mit dem Thema Reuse und Wiederverwendung mittlerweile 4 Kaufhäuser im Zweckverbandsgebiet. Die Idee hinter diesen Kaufhäusern, was sonst einfach weggeworfen wird, ist für andere Menschen noch von Wert. Das spart Ressourcen. Zum ZAK gehört heute unter anderem auch das moderne Müllheizkraftwerk in Kempten. Es ist ein wichtiger Ort in der Geschichte des Zweckverbands. Wir hatten den Beschluss im Stadtrat gefasst für die Stadt Kempten, auch in Abstimmung mit dem damaligen Landkreis Kempten. Und zum 1. Juli 1972 ist ja bekanntlich der Landkreis Kempten weggefallen. Da hat sich Landkreis Sonthofen und Kempten zu Oberallgäu zusammengeschlossen. Und dann hat man den Beschluss erweitert natürlich auf die Stadt Kempten und den vergrößerten Landkreis, nämlich Landkreis Oberallgäu. Und irgendwann wurde das dann von der Regierung genehmigt und damit war der ZAK begründet. 1974, also bereits 2 Jahre später, war Baubeginn für die Müllverbrennungsanlage. Die Überlegung war ursprünglich neben der alten Kläranlage an der Memminger Straße, wo der ursprüngliche Schuttplatz war, der durch die Zeit, wo er aufgefüllt war, dann aufgelassen werden musste und die neue Anlage dann schuttplatzmäßig hier an der Dieselstraße entstanden ist. Und der Stadtrat hat dann einen Auftrag erteilt, eine Vorplanung zu machen für eine Anlage für Kempten und den sogenannten Wirtschaftsraum Kempten, ist es damals genannt worden, also die umliegenden Gemeinden aus dem Landkreis Kempten. Anfang der 90er war dann die größte Krise in der Geschichte des ZAK. Die Müllverbrennung war überlastet, Abfall wurde schließlich für viel Geld nach Frankreich transportiert. Wir mussten zunächst 1991 und auch 1992 die Müllgebühren um 400% anheben. Wir haben sie allerdings in diesen 30 Jahren auch 7-mal wieder senken können und sind damit jetzt wieder im Mittelfeld oder im unteren Bereich in Bayern, weil wir die Energie ausnutzen. Stromversorgung für etwa über 40.000 Haushalte schon entwickelt haben. Und wir haben uns ja auch in der Region weiterentwickelt, auch mit Holzhackschlitzelwerken, wo Strom erzeugt wird, Wärme erzeugt wird, zum Beispiel in Scheidegg in Sonthofen oder auch der Betrieb in Oberstaufen haben wir mit übernommen, um einige Beispiele zu nennen. Bis heute gilt das Müllheizkraftwerk in Kempten als eines der modernsten in Europa. Hier wird nicht nur Abfall beseitigt, sondern auch Strom produziert. Außerdem liefert es mit seinem weiter wachsenden Fernwärmenetz Heizenergie an Privathaushalte und Betriebe. Wir verbrennen nicht nur Müll, wir erzeugen auch Energie. Und ganz wichtig ist, wir haben eine sehr aufwendige Abgasreinigungsanlage nachgeschalten, um die weltweit strengsten Grenzwerte sogar um 85% zu unterschreiten. Teilweise können die herausgefilterten Abgase aufbereitet werden. So müssen Rohstoffe nicht neu gewonnen, sondern können wiederverwendet werden. Ein Thema, das aber schon beim Entwurf und dem Bau neuer Produkte gedacht werden muss. Das wird, wenn man so sagen will, der nächste Megatrend in der Abfallwirtschaft sein, dass man einfach vom linearen Wirtschaften hin zur Kreislaufwirtschaft, zur Circular Economy kommt.
Und dementsprechend sind wir auch als Abfallwirtschaft gefordert, hier noch mehr Stoffe als Sekundärrohstoffe zur Verfügung zu stellen und wieder in den Kreislauf zu bringen. Stichwort Kreislauf. Darum geht es auch beim Biomüll in der Vergärungsanlage in Kempten-Schlatt. Aus Bioabfällen entsteht hier in mehreren Stufen Strom, Wärme und hochwertiger Kompost. Kompost, den Privatpersonen gratis für ihren Garten abholen können. Kreisläufe wie diese hier sind es, die die Abfallverwertung der Zukunft im Zack mitbestimmen werden. Der Frühling ist da und mit ihm natürlich wieder allerlei Insekten und Getier. Die Firma Hartig hat sich im Allgäu mit Insektenschutzgittern einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Und in den letzten Jahren wurde das Angebot nochmal deutlich erweitert. So kamen noch Sicht- und Sonnenschutz sowie Glasüberdachungen dazu. Einen Showroom dafür gibt es sowohl in Kempten als auch am Firmensitz in Mauerstetten. Hartig in Mauerstetten ist inzwischen einer der Anbieter für Wind-, Sonnen- und Insektenschutz im Allgäu. Im Programm befinden sich neben Markisen in unterschiedlichen Größen und mit den unterschiedlichsten Farben auch maßgeschneiderte Glasdächer für die Terrasse. Das Besondere an der Hartig-Lösung: Glasdach und Sonnenschutz können auch nacheinander und unabhängig voneinander aufgestellt werden. Der Vorteil von dem Glasdach ist einfach, dass ich meine Terrassensaison im Sommer von 3 Monaten auf mindestens 10 Monate erhöhen kann. Auch zu regnischen Tagen oder auch im Winter, wenn es schneit, kann ich meinen Möbel geschützt draußen stehen bleiben. Mein Terrassenboden bleibt geschützt. Der Vorteil ist ganz klar dabei, dass wenn ich einen Sonnenschutz auf meinem Glasdach habe, kann ich die Terrasse deutlich besser nutzen. Ohne Markise wird es einfach viel zu heiß. Aber auch Lösungen wie die Sonnenrolle, einen Seitenschutz, einen kombinierten Wind- und Sonnenschutz oder Wabenplissés findet man hier. Ja, wir versuchen das für unsere Kunden möglichst einfach zu machen, indem sie einmal entweder zu uns in den Ausstellungsraum kommen und sich hier alles zeigen lassen. Oder sie rufen an und dann kommt ein Fachberater vor Ort, schaut sich alles an, misst es aus, prüft die optimalste Variante und macht dann direkt gleich ein Angebot. Aber auch wer nach dem richtigen Insektengitter oder dem Sichtschutz innen sucht, wird fündig im umfassenden Angebot von Hartig in Kempten und Mauerstetten. Auch für unsere lieben Tiere wirkt sich eine gute und gesunde Ernährung positiv auf die Gesundheit aus. Bei Blattner Heimtierfutter gibt es deshalb schon immer hochwertiges Futter für ihr Haustier. Weil man dort aber auch noch mehr für die treuen Begleiter der Menschen tun wollte, gibt es jetzt für Hunde und Katzen Futter der Eigenmarke Blattners Bestes. Ja, und auch für Wildvögel gibt es immer Futtermischungen. Blattner Heimtierfutter ist ein absoluter Spezialist für hochwertiges Futter für Haustiere. Aber auch für Wildvögel werden hier spezielle Futtermischungen zusammengestellt. Wer etwas Gutes für Amseln, Meisen, Buchfinken und Co. machen möchte, kann ihnen nun das ganze Jahr über helfen. Leider wird der Lebensraum und auch die Möglichkeiten, Futter zu finden, für die Vögel immer weniger. Von dem her, gerade jetzt auch in der Brutzeit und auch in der Aufzuchtzeit, ist einfach der Bedarf umso höher da. Und dafür haben wir unsere Mischungen auch komplett abgestimmt, sodass sie eigentlich das ganze Jahr die Vögel draußen gut unterstützen können. Ebenfalls ganz neu im Programm: Blattners Bestes. Es ist eine Eigenmarke für Hunde- und Katzenfutter. Dabei wird ganz bewusst auf die Qualität jedes einzelnen Inhaltsstoffs geschaut. Dazu gehört nicht nur, dass der Fleischanteil im Futter besonders hoch ist, auch die Güte des verwendeten Fleisches ist außerordentlich hoch. Wir haben uns bewusst für den Namen Blattners Bestes entschieden, weil da einfach das drin ist, wo wir sagen wollen, okay, hier können wir bestmöglichst und mit gutem Gewissen sagen, damit ist Ihr Tier gut versorgt, und haben hier nicht den Fokus darauf gelegt, hier möglichst ein Knallerschnäppchen anzulegen, sondern einfach zu sagen, hiermit kann man mit gutem Gewissen ein Tier gut füttern. Nicht nur das. Weil weniger Füllstoffe drin sind, braucht man auch weniger Futter. Gut für die Vitalität und Gesundheit des Tieres. Und auch der Geschmackstest für Blattners Bestes zeigt, dass bei der Rezeptur wohl alles richtig gemacht worden ist. Niedersonthofen liegt wunderschön eingebettet in die Natur der Voralpenlandschaft am Niedersonthofener See. Ja, und viele Gäste kommen nicht nur wegen der tollen Natur und den Freizeitmöglichkeiten ins Allgäu. Sie kommen auch, um hier mal das typische Allgäuer Dorfleben kennenzulernen. Diese Gäste sind beim Traditionsgasthof Krone in Niedersonthofen genau an der richtigen Adresse. Eine urige Dorfgaststätte, in der sich Touristen und Einheimische zu Hause fühlen. Das Gasthaus und Gästehaus zur Krone in Niedersonthofen steht für Gemütlichkeit und Tradition im Allgäu.
Es sind diese Werte, nach denen viele der Gäste in der Krone bewusst suchen. Die suchen Heimat, die alte allgäuerische Heimat suchen sie. Und das haben wir einfach, das bieten wir. Das ist alte, urige Gaststätte, die wir erhalten wollen. Und auch die Traditionen, die wir einfach aufrechterhalten. Durch die Vereine, die bei uns ein- und ausgehen, Plattler, Jodler, Feuerwehr, Musik. All diese heimischen Vereine sind bei uns heimisch. Und das suchen auch die Gäste. Unsere Gäste suchen die Nähe zu den Allgäuern und die finden sie hier. Seit kurzem gibt es hier auch ein neues Bettenhaus. In 20 Zimmern können bis zu 56 Personen übernachten. Die Einrichtung ist gleichermaßen modern wie praktisch. Das Allgäu ist natürlich auch eine beliebte Region für Motorradfahrer, für Biker, für Fahrradfahrer. Wir haben unser Augenmerk auch auf diese Zielgruppe ausgerichtet. Deshalb ist auch die Garderobe offen, dass, wenn jemand überraschend in einen Wolkenbruch kommt, dass er seine nassen Kleider da hinhängen kann. Deshalb eben keinen Schrank, damit es gut auslüften kann. Und die Zimmer sind barrierefrei. Die Krone in Niedersundhofen. Eine Dorfgaststätte, in der sich Gäste und Einheimische gleichermaßen zu Hause und gut aufgehoben fühlen. Gute Matratze, guter Schlaf. Denn er dient der Regeneration von Körper und Geist und deshalb sollte die Nacht auch erholsam sein. Vor allem die Wahl der richtigen Matratze spielt deshalb eine wichtige Rolle für unseren gesunden Schlaf. Ein Weg, das zu erreichen, ist ein Allgäuer Luftbett. Immer mehr Übernachtungsbetriebe setzen inzwischen auf diese flexiblen Matratzen. Probieren Sie ein solches Luftbett doch einfach mal in Ruhe aus. Das Hotel Waldhorn in Kempten. Hier im 40-Betten-Gästehaus setzt man voll auf das Allgäuer Luftbett. Inzwischen ist man auf Seiten des Hotels fest davon überzeugt. Es wird sogar überlegt, künftig sämtliche Betten mit diesem Schlafsystem auszustatten. Die Gäste sind sehr zufrieden bei uns und kommen auch wegs den Luftbetten extra zu uns und genießen die Flexibilität durch die selber Einstellbarkeit. Für die Hygiene ist es super einfach zu reinigen. Man kann den Topper separat wechseln und waschen und durch die Silbereinwebungen sind die auch antibakteriell. Stichwort Hygiene. Dank eines neuen Spezialreinigers lassen sich die Allgäuer Luftbetten auch von Viren zuverlässig reinigen. Probeliegen ist so auch in Zeiten der Pandemie sicher möglich. Unser Schlafsystem bietet ein ganz besonderes Liegegefühl. Ich persönlich empfinde es als Wohlgefühl. Viele unserer Kunden beschreiben das auch als ein Gefühl von Geborgenheit. Ein Allgäuer Luftbett kann bei Rücken- und Gelenkproblemen helfen, erholsamen und ausreichend Schlaf fördern und damit positiv, gerade in Pandemiezeiten, auf das so wichtige Immunsystem einwirken. Bei der Beratung und Probeliegen wird gründlich chemiefrei desinfiziert, was unter anderem auch Allergikern zugutekommt. Am wichtigsten aber ist, auf einem Allgäuer Luftbett kann man bequem liegen, gut schlafen und sich auch wunderbar einkuscheln. Und damit möchte ich mich für heute schon wieder von Ihnen verabschieden. Genießen Sie ein wenig Frühlingssonne. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder. Bis dahin, tschüss und ciao, ciao.